sehr schön. Ihr wisst, was euch erwartet. Ihr wisst, wie riesig diese Bühne ist. Beate wird bei euch auf der Bühne sein und immer mit euch auch mitlaufen und euch helfen. Ich werde mir das Ganze von unten anschauen und Raphael ist sowieso im Orchester gerade. Viel Spaß! Wir sind da hinten die Stiegen raufgekommen und bei der Technik vorbei. Ich habe da reingeschaut und es ist mir so unglaublich tief vorgekommen. Für die Mikroportsender, da nimmt sie jeder ins Haus. Hinter den. Wir würden einen kurzen Soundcheck machen mit jedem Einzelnen. Alles klar, danke. Jeder der Darsteller auf der Bühne hat ein Mikroport. Eine klassische Opernstimme hat ein ganz anderes Klangvolumen als die Stimmen von den Jugendlichen. Und da muss man eben hier beim Jugendprojekt ein bisschen die Stimmen stützen. Es soll natürlich nie wie eine Mikrofonstimme klingen, es soll alles sehr natürlich sein. Und Regieanweisungen, um das Unfallrisiko zu minimieren. Für euren ersten Auftritt, bitte. In dem Moment, wo wir auf die Bühne kommen, wird natürlich alles nochmal ganz anders. Okay, wir gehen einfach Schritt für Schritt durch, entweder Beate, Raphael oder ich unterbrechen dann. Am Anfang geht es mal darum, das wirklich dann zu stellen. Sie können dann einen Schritt weiter rüber gehen, dass Sie nicht wieder so zentral stehen. So dass das auch gut aussieht, dass die Proportionen stimmen, dass die Beziehungen zueinander auch gut stimmen. Okay, ihr oben, bitte zwischen die Stühle stehen. Merkt euch bitte genau, wo ihr steht, wer ein Notenpult mitnimmt und ihr geht los, wenn Florian testet. Albert, Albert, Albert. Okay, dann kommst du gleich. Und dann guckst du hier. Okay, ihr kommt jetzt. Steht, ihr glaubt gar nicht, wie früh ihr singen müsst, damit wir euch rechtzeitig haben. Es ist nicht leicht, ich weiß. Also am Schluss von in diesen Probenphasen geht es eigentlich darum, diese ganzen Sachen, die man vorher gemacht hat, einmal zusammenzuführen. Egal wie sehr man gerade genießt, dass man im schönen Ton singt, muss der nächste Ton rechtzeitig da sein. Vorher gab es szenische Improvisationen, es gab musikalische Aktionen und das muss jetzt alles auf die Bühne gebracht werden. Bitte gewöhnt euch von Anfang an hier auf der Bühne daran, ab und zu mal Kontakt aufzunehmen. Wir machen das nochmal, bitte. Ich begleite ja dann während der Bühnenproben die Jugendlichen halt auf der Bühne. Je voulais quelque chose de grand, vraiment de grandiose, et je veux que ce soit so sehr. Also hier auf der Bühne ist dann meine Rolle die Präsenz, die oben für den Chorsaal gereicht hat, hier auf diese Bühnengröße zu erweitern. Und das ist natürlich ein großer Schritt. Ihr vier, konzentriert euch jetzt bitte. Man hat so viel Bühne hinter einem und hat so viel Zuschauerraum vor einem. Also man hat eigentlich richtig gut zu tun, um hier einen präsenten Körper zu bringen. Das ist die Frau meines Lebens. Was ist so los ist daran? Das heißt, ich gehe zum Teil mit. Und was ich dann mache, ist einerseits Ihnen dann zuflüstern, was Sie als Rolle hier denken, was Sie vielleicht jetzt gerade wieder vergessen haben. Weil jetzt hat sie dich ja ein bisschen geärgert. Das ist so eine Nuance, die brauchen wir dann nicht unbedingt. Wir machen es nochmal vom, wie ihr reinkommt. Na, wir sollen das energievoll machen. Wir machen das schon, Beate. Oder ich gebe manchmal einfach Bilder, ne, damit das nicht nur ein
Aufsagen von Text ist oder ein Absingen von Noten. Was soll das hier eigentlich? Ich dachte, er unterstützt mich. Ich bin einfach nicht überzeugt. Ich denke nur, du sollst noch warten. Bleib stehen. Das Singen in Kombination mit Schauspielen ist neu für mich. Kraftaufwendig, zeitaufwendig, wahnsinnig konzentrationsfordernd, aber es macht riesigen Spaß. Und okay, und nach vorne. Eins, zwei, drei, los! Wenn es geht, könnten ein paar noch Wärter eine andere Haltung finden. Ja, genau so. Eine Geste, die zu eurer Figur passt. Viel besser. Und jetzt auch mitdenken, ihr hört ihr zu. Okay, nochmal Interviews. Beim Chor singen steht man ja einfach nur und singt. Und jetzt muss ich was dazu machen, sozusagen eine Szene spielen. Das ist was komplett anderes eigentlich, weil man muss sich auf das Singen konzentrieren und auf die Szene. Ja, vom Prinzip her ist es gut so. Okay. Und dann war das Orchester da und das wird jeder Sänger bestätigen können. Sobald das Orchester da ist, fängt alles wieder bei Null. Von Anfang nochmal mit der Ouvertüre, mit Szene und allem. Einfach im Abzeichen. Ich bin das erste Mal in einem Orchestergraben. Das ist was bisschen anderes. Es sitzen auch die Instrumente anders. Aber was auch anders ist, ist, dass ich das erste Mal mit Schauspielern oder mit Sängern gemeinsam arbeite. Wir sitzen schon im Auto. Kriegst du das mit? Es ist schon ganz witzig, wenn man jetzt im Orchestergraben sitzt und gerade nicht spielt und dann auf die Bühne sieht und sieht, was machen die da eigentlich jetzt gerade. Nummer 6, bitte. Groteskes Hochzeitslied. Hat sie einige Szenen choreografisch mitentwickelt. Eine in die andere Richtung und dann einmal. Gib ihnen klare Signale, die ja, ich immer dafür. Krampf hat das drinnen gehabt und dann bin ich zum Spaß quasi raus. Ja, quasi zum Reden raus. Das finde ich ja gut. Machen wir Chassé, Fahim, Drehung ja. Und dann kannst du. So schön. Musikalisch natürlich die Riesenherausforderung jetzt ist einfach mit Orchester auf der Bühne konsequent durchziehen, nicht das tun, was man vom Orchester hört, sondern nur auf den Dirigenten schauen. Wir können das jetzt ein bisschen zu sehr im Schlaf. Fleiß, Szene und Singen ist eine Herausforderung. Seid euch wirklich bewusst, dass jeder von euch da seinen Teil dazu beiträgt. Ja? Und wenn wir aber das Jugendprojekt machen, dann geht es nicht darum, die Musik von Berlioz optimal zu interpretieren, sondern dann geht es darum, den Jugendlichen eine Plattform zu geben, sich selber optimal zu präsentieren. Musik.
Schritt bis zum Schluss hoch, hört einfach auf Raphael hauptsächlich, das Bedeutung liegt auf Musik. Was mir jetzt eben neu ist, ist, dass ich mit dem Orchester singen muss. Das ist einfach anders. Der Klang kommt später an, ich muss mich an Dirigenten richten, muss schauen, muss früher singen, damit ich dann am Punkt bin. Also ich war am Verzweifeln gestern bei der Probe, wo ich das erste Mal mit Orchester gemacht habe. Nur Chor. 1, 2, 3, 1, 2. Muss man ein Gespür dafür kriegen, deswegen sind die Endproben auf der Bühne, auf der Originalbühne mit Originalutensilien auch so wichtig, weil man nur dort das Gefühl dafür kriegt, für diese Abstände, die man auf einmal hat. Das schleppt, es hat oben geschleppt und es schleppt unten noch mehr. Und eben auch diese Koordination mit dem Raphael, dass da auf einmal nicht mehr 2 Meter dazwischen sind, sondern 15 Meter. Jeder neue Abschnitt beginnt zu spät. Wenn aus 12, 14 Metern gesungen wird auf Gehör, dann seid ihr um diese 12, 14 Meter zu spät. Ihr habt 1, 2, 3, 4, 5 Monitoren. Ich höre das Orchester, wenn ich hinten bin, immer noch früher, als ihr hinten auf der Bühne singt. Ihr dürft nicht nach dem Orchester singen, sondern ihr müsst mindestens mit dem Orchester singen. Das bedeutet, dass ihr das Orchester weniger hört. Aber dafür seid ihr pünktlich. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen es langsamer und die können nicht atmen, oder wir machen es schneller und es klingt ein bisschen gehetzt. Wenn man sich eine Oper ansieht, das wirkt oft alles so einfach, so leicht. Die Jugendlichen, die mal selber auf der Bühne gestanden sind, die wissen das ganz anders zu schätzen, was auf einer Bühne passiert. Also was die Maske anbelangt, war grundlegend anders zum letzten Jahr, dass wir Unmengen Personal haben. Siehst du? Es hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, wirklich in die Renaissance zu gehen. Das ist New Look. Es sieht super aus. Jetzt mit Kostümen und Maske ist es einfach fertig. Weil sobald man das Kostüm anhat, ist man einfach nicht mehr man selbst. Es ist wie eine Verwandlung einfach. Beatrice E. Benedict d'Amour muss natürlich auf Französisch sein. Meine Lieben, noch 2 Tage bis zur Hochzeit von Beatrice und Benedict. Phase, wo wir gemeinsam arbeiten und auch so ein wahnsinniger Zusammenhalt. Die gehen sehr vorsichtig, sehr achtsam miteinander um. Hier im Palais ist alles perfekt vorbereitet. On fait fouler, qui vient, on essaie d'où. Mein Anspruch ist, das muss überzeugend sein und das muss gut sein. Und das ist eine Herausforderung, weil das Stück nicht einfach ist und weil die Musik nicht einfach ist. So die größte Herausforderung, es sind einfach alles junge Menschen, die ein irrsinniges Potenzial haben. Einerseits das Potenzial zu erkennen und herauszuholen und andererseits aber auch diese Gratwanderung zwischen fordern, aber nicht überfordern, fördern, aber nicht überfördern. Jetzt bei deinen Sätzen, du hast ja diesen Originaltext. Der ist dir noch nicht ganz im Mund. Das ist deine Traumfrau?
Das ist doch ein Idealzustand aus Fehlern. Wie Waschler! Man kann sie ausdringen, bis das Schmalz tropft. Einfach auf der Bühne zu stehen und in den Zuschauerraum zu blicken und zu wissen, die sehen mich gerade an, egal was ich mache. Es ist das geilste Gefühl überhaupt. Wenn das auch noch zurückkommt, dass es den Menschen gefallen hat, das ist unbeschreiblich. Wenn ich daran glaube, was ich auf der Bühne tue, wenn ich es liebe, es zu tun, dann überträgt sich diese Leidenschaft auch aufs Publikum. Und zwar nicht intellektuell, sondern rein emotional. Das passiert bei einem Jugendprojekt durch die Jugendlichen, weil die Jugendlichen eine eigene Oper machen. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Mensch, seine Wetterfahne, damit passt er. Gratuliere! Also diese Entwicklung, die er heute gemacht hat in die Rollen, die ist genau richtig. Das Schönste an dem Projekt ist, dass ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt habe, mit denen man es machen kann und das dann anderen Leuten zeigen kann. Wurscht, was ist, genießt das. Ja. Völlig wurscht. Wenn ein Turm daneben geht, wenn ich einen Satz vergesse ich einen Satz, aber das ist wurscht. Will, soll man es unbedingt machen. Man lernt extrem viel und es macht irrsinnig viel Spaß. Beatrice E. Benedict d'Amour muss natürlich auf Französisch sein.